Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Heute hoffentlich mit funktionierendem Sound bei Muffy. Dankeschön. Ja, Leute, tut mir leid, da habe ich wirklich gepennt. Ich habe. Ja, kann ja mal passieren. Ja. Also, Phil, erzähl unseren Zuschauern, was machen wir heute? Weiß ich nicht, wir werden ein bisschen das Land weiter erforschen, ne? Und wir wollten ja noch einen Tempel finden und ein Dorf und vielleicht wollten noch ein paar Smaragde finden. Und ein paar Smaragde finden. Genau. Genau. Und ich habe jetzt auch eine Minimap ab heute. Ja. Let's Play mit dabei. Bedankt euch bei mir. Auf Texture Pack werde ich, wie gesagt, verzichten. Obwohl ich ein Texture Pack im Auge habe. Welches? Das von Skate. Das ist eigentlich so fast wie das Originale, nur so mit so ein paar kleinen Gimmicks und hier und da ein bisschen was aufgehübscht. Also es ist so ein aufgehübschtes Original-Minecraft quasi. Okay. Ja, ich habe auch so ein Vanilla Texture Pack jetzt momentan drin. Das ist eigentlich genau wie das Original ist, nur halt in etwas hochauflösender Form. Ja, Muffy, nimm mal ruhig die Pilze immer mit, ne? Ist immer schön. Ja, apropos Pilze, wo bist du eigentlich schon wieder? Ich hab dich im Blick. Vor allem die roten Pilze, von den braunen findet man ja immer viel, aber... Ja klar, kann ich die gerne mitnehmen, kein Problem. Mal Pilzsuppen sind immer schön. Apropos Essen, ich sollte das vielleicht auch gerade mal wieder machen, ja. Ich hab mir gerade übrigens, ich hab genug Essen. Ach, warte mal, wir müssen nochmal zum Haus zurück, aber wir gehen ja nachher eh nochmal zum Haus zurück. Wieso, was denn? In den Öfen ist auch ganz viel Essen drin. Aber ich habe das mitgenommen. Okay. So, ich habe jetzt hier gerade einen riesen Schankfehler und kann... Aber jetzt lädt er nach. Okay, cool. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hier diesen Berg hoch. Weil wir wollen ja unbedingt Smaragde finden. Das haben wir uns ja felsenfest vorgenommen. Richtig. Und eigentlich auch noch einen Tempel finden. Oder genau. Halt Dorf. Ne? Eins von beiden. Aber guck mal, da hinten ist die nächste Wüste, weil wir gerade aus... Genau, wollte gerade sagen, da hinten ist die nächste Wüste. Gehen wir doch gerade mal dahin. Oh, hier ist eine Höhle. Moment. Ja, das hat Minecraft so auf sich, so mit Höhlen. Hab ich gehört. Ja, echt? Wow. Man munkelt, Minecraft ist ein Spiel mit Höhlen. Gut, können wir uns auf der Minimap eigentlich auch gegenseitig sehen? Leider nicht. Nee, also ich kann dich leider nicht sehen. Ich glaube, das kommt noch. Also ich hoffe, dass es noch kommt. So, dann schauen wir mal. So. Wüstentempel, zeige dich bei mir auf der Map. Auf meiner Map kommt noch nichts außer Wasserlöcher. Ja, ich sehe auch nur ein paar Wasserlöcher. Aber vielleicht kommt da noch was. Mal schauen. Ah, da hinten, das sieht interessant aus. Nee, es ist nur wieder so eine karge Steinlandschaft. Die Richtung ist auch nix. Hast du deine Wegpunkte eigentlich immer noch gespeichert? Ich habe meine Wegpunkte gespeichert. Wir finden wieder nach Hause. Weil ich habe die ja nicht. Du hast sie nicht, nein. Die werden ja immer nur pro Server und pro User immer speziell angelegt in deinem lokalen Ordner. Obwohl ich dann vielleicht auch mal anfangen sollte, die Dinger zu machen. Dann. Ich kann dir ja erklären, wie das geht. Das ist eigentlich ganz easy. Ja, so schwer wird das wohl nicht sein. Nee, denke ich ist es eigentlich nicht. So, wo bist du denn eigentlich schon wieder? Ich bin hinter dir, ich hab dich fest im Blick. Okay, oh, ich sehe schon wieder, ich habe einen kleinen Chunkfehler. Ich kann wieder nicht sehen. Oh, da hinten ist der nächste Dschungel. Boah, super, Dschungel, ja, da hab ich ja Lust drauf. Hey, vielleicht finden wir ja noch einen Dschungeltempel. Ich will so einen Kack-Wüstentempel finden, ja. Ja, ich würde ja auch so, lieber gerne finden. Oder ist ein. Aber hinter dem Wasser hier geht's weiter mit der Wüste. Ja. Das ist mal eine bisschen größere Wüste hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Warte, bleib mal ganz kurz stehen, ich möchte mal ganz kurz meinen Sound ein bisschen leiser, lauter machen hier. Tun Sie dies. Ich glaube, es ist ein bisschen leise hier gerade alles. So. So, hier geht's noch ein bisschen weiter. Ein bisschen meine... Ich gehe mal in die Richtung hier. Ja, ganz ruhig. Nö, da ist aber auch nichts. Und in die Richtung ist dann nachher auch schon wieder Dschungel. Aber... Wir haben ja hier den linken Teil der Wüste quasi noch gar nicht durchlaufen. Nee, noch nicht. Vielleicht haben wir noch Glück. Ich würde mich da hinten ist einer! Wo? Ich sehe einen, komm her, da ist einer. Ich sehe keinen. Doch, da in der Richtung, guck doch mal die Augen auf. Nicht auf der Map. Ach, ja doch, der musste erst laden. Ja, der musste erst laden. Ah, geil. Gut. Du warst noch nie in einem Wüstentempel drin, doch, oder? Die sind mit TNT und genau. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir jetzt höllisch aufpassen. Also wenn wir runterfallen, nicht in die Mitte auf den Pressure Plate. Nö, ich würde sagen, wir bauen uns da runter. Ja, das sagt das mal den Kollegen in der TGN-Aufnahme. Wir waren zu viert da unten und irgendeiner kam auf die geniale Idee, auf die Pressure Plate sich zu setzen. Super. Ja, vier, das war ein Multikill. Ich würde schon sagen, wir bauen uns da unten und nehmen das TNT auch mit auf jeden Fall. Ja, natürlich nehmen wir das mit. Das wäre blöd, wenn wir das nicht tun würden. So, pass auf, da können auch Viecher drin sein, ne?
So. Soll ich mal kurz hell machen hier drin? Ja, mach mal gerade hell, mach mal gerade hell. Das ist gar keine allzu schlechte Idee. Ich mache hier gerade mal ein bisschen hell erstmal. Ja, tu das. Das ist gar keine allzu schlechte Idee. So ist hell. So. So. Jetzt runterfallen wir natürlich Müll, aber ich könnte mich eigentlich relativ gerade hier einfach mal runter. Nee, komm her. Ich baue eine Treppe. Das ist der einfachste und effizienteste Weg. So kommen wir auch am einfachsten wieder raus. Dann müssen wir die Pressure Plate mal abbauen und dann hat sich das die ja. Die Pressure Plate bauen wir zum Schluss ab. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sie versuche abzubauen, fliegt sie in die Luft. Okay. Deswegen, ich bin da vorsichtig. Also erstmal das Redstone unter der Pressure Plate wegnehmen, oder was? Da ist kein Redstone drunter. Ach, ist da direkt das TNT drunter, ja. Oder was? So, ich habe ein bisschen Gold und ein bisschen Rotten Flesh in der Kiste hinter dir gefunden. Ich habe ein bisschen Gold und Knochen gefunden. Und oh, ich habe eine Menge Diamanten. Wie viel? 7 haben wir jetzt insgesamt. Boah, das ist geil. Nice, so, okay. Ich geh mal nach oben. Geh du wieder nach oben, genau. Ich versuche mal irgendwie hier Zeug mitzunehmen. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das hast du mitgenommen. Das Gold nehmen wir mit Rotten Flash. Okay, so. Alles gut bei dir da unten? Soweit? Ja, okay, ist alles sicher. Ich hab das TNT. Gut. So, ansonsten gibt's ja hier nichts bei den Wüstentempeln, nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Wir können die natürlich jetzt komplett abbauen, damit wir da halt eine Menge Sandstein haben, aber einen wirklichen Sinn hat das eigentlich nicht. Obwohl ich sagen würde, dass wir auf jeden Fall nochmal unser Inventar relativ weit leeren, wenn wir nachher mit unserer Tour fertig sind, bevor wir nach Hause gehen. Ja. Ich und halt auf jeden Fall noch einen Haufen Sand. Noch einen Wegpunkt, dass wir schon mal wissen, dass wir hier schon waren. So, okay. Wir nennen das hier Wüstentempel Nummer 1. So. Gut. So, die Frage ist, wo gehen wir als nächstes? Obwohl, wir haben unseren Wüstentempel ja gefunden, damit bin ich schon mal zufrieden. Ja, da können wir eigentlich wieder nach Hause gehen, oder? Wollen wir schon nach Hause gehen? Wollen wir, aber vielleicht nicht über die gleiche Route, sondern. Nee, wir machen so einen kleinen Umweg, damit wir noch mehr erkunden können. Ja, aber vielleicht sollten wir. Uns trotzdem, vielleicht gehen wir trotzdem erstmal zurück zu unserem Haus. Ja, ich habe gerade ein Problem, Phil. Vielleicht könntest du mir helfen. Ich finde, finde ich dich gerade nicht und. Ich bin direkt hinter dir. Du bist direkt hinter mir. Gut, dann weißt du ja, was da für eine Scheiße hinter mir abläuft. Weißt du doch, wo wir lang gehen müssen, um nach Hause zu kommen, ja? Also, weiß es nicht. Ich habe mir keinen Wegpunkt gesetzt. Ich dachte, das hättest du gemacht. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich mir einen Wegpunkt setze. Auf jeden Fall. Rechts halt, auf jeden Fall rechts halt. Richtung Süden auf jeden Fall müssen wir, das weiß ich noch. Und dann müssen wir eigentlich wieder dahin kommen. Da sind die Extreme Heights. Dann müssen wir da eigentlich gleich. Ja, eigentlich müssen wir nur Richtung hohe Berge gehen. Die Wüste war ja relativ in der Nähe, meine ich. Ja. Da mussten wir ja gar nicht weit für gehen. Ah ja, hier lang. Ah ja, okay. Ich glaube, ich sehe es auch schon gleich wieder auf der Map. War hier irgendwo. Ja, das sieht schon richtig aus. Ja, ja. Ja. Jetzt hier rechts, wir sind ja doch durch den Sumpf da, genau. Am Sumpf lang. Sumpf ist auch schon mal richtig. Genau, irgendwo hier war das. Hallo, creepy, 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 creepy. Du mit deinen Creepern, du hast es echt mit denen, habe ich das Gefühl. Meine allerbesten Freunde. Gibt nichts Besseres als Creepies. Ja, ich glaube, unser Haus ist da vorne gleich irgendwo. Ja, die Richtung ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Bist du hinter mir? Ja. Ja, ich bin hinter dir. So, genau hinter dem Hügel hier müsste es sein. Schon. Dann direkt. Meine ich auch. Ja, ich sehe es, glaube ich, sogar schon, oder? Auf jeden Fall ist da die nächste Wüste, also kann nicht so falsch sein. Ja. Da ist es, ich sehe es. Sehr schön. Ich habe es gesehen. Oh, hi. Oh, super, hier habe ich irgendwie gerade die Skelettversammlung gestört. Na, über was habt ihr diskutiert? Welcher Leichenwagen das beste Taxi ist, oder was? Vermutlich so oder so ähnlich, ja. Renn, da ist ein Creeper. Ich bin aber mal außen lang, da hat er mich nicht erwischt. Geschafft. So. Jo, hi. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt... Warum nimmst du da Fichtenbretter oben rein? Keine Ahnung, ich brauchte Platz. Weil da kann ich gerade noch 40 Eisen einschmelzen. Wo ich hier gerade schon hierbei bin. Oh Mann!
nicht rausgehen. Also, da stehen jetzt mindestens 2 Creeper und 3 Skelette. Da leg die doch erstmal hin, ja. You may not rest now, there are monsters nearby. Du machst jetzt nicht die Tür auf. Gut, viel Spaß, ich bleib hier drin und schau mir das genüsslich an. Vorsicht, Creeper! Okay. Ich find's irgendwie lustig. Ich sage Phil, er soll der bloß jetzt nicht rausgehen. Was macht er? Er geht raus. Und ich muss ja die Monster irgendwie. Sonst kommen wir ja nicht schlafen. Ja, ist ja. Nee, es ist immer noch irgendwo ein Vieh in der Nähe. Direkt überm Haus. Hinterm Haus ist direkt ein Creeper. In dem Loch da drinnen. Ja, aber ich spiele jetzt Creeper-Ping-Pong, oder? Ja. Auf! Aufschlag! So, jetzt geht das auch. Okay. So, warte mal, bevor wir jetzt kurz rausgehen. Mein Zimmer ist mir zu dunkel. Und da. Ich muss gerade mal das Rollo hochmachen. Ich hatte das zwar runter, weil es vorher noch so hell war, aber jetzt zieht gerade Regen auf und jetzt ist es so dunkel in meinem Zimmer. Mag ich nicht. Regen? So. Was ist das? Oh. Ey, warte mal, ich will doch die 40 Eisen hier schmelzen. Bleib mal, lass mal hier in der Nähe. Lass einfach mal, wollen wir jetzt gleich nach Hause gehen, oder was? Ja, wir können ja hier ganz kurz davor warten. Sand abbauen, in der Zwischenzeit. Ja, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Moment, warte, du hast doch braune Pilze, oder? Nein, habe ich nicht. Was hast du denn? Ich habe, was kann ich dir denn geben? Schwarzpulver? Schwarzpulver, ja, kannst du mir geben. Gut, das, warte mal, die Erde und die Zäune nehme ich mal weg. Das Rottenfleisch braucht auch keiner. Ja, das eine Stück Holz braucht auch keiner. Die paar Seros. Doch, ich habe braune Pilze. Natürlich habe ich braune Pilze. Gib sie her. Da. Schleimbälle nehmen wir auf jeden Fall mit. Du hast Glas, denke ich mal, oder? Glas habe ich, ja. Ja, hier. Weil wir haben keine Wüste bei uns in der Nähe. Das sollte man dann hier einfach mal nutzen, finde ich. Gut, dann bauen wir halt noch ein bisschen Sand ab. Ja, irgendwie, wir müssen die Zeit ja ein bisschen nutzen, ne? Ja. Frag mich, ob die das in den großen Schmelzereien auch immer so machen. Ja, es braucht noch ein bisschen. Lass mal ein bisschen rausgehen mit einer Schaufel im Sandkasten Sand abbauen. Ja, bestimmt. Würd mich nicht wundern. Es muss so sein, kann gar nicht anders, ne? Arbeitet Bursi nicht in so einer Schmelzerei? Bursi arbeitet in einem Stahlwerk auf jeden Stahlwerk, Fall. Stahlwerk, sag ich doch. So, meine Schaufel ist gleich kaputt, oder mache ich mir eine neue? Ja, meine Schaufel ist jetzt kaputt. Ruhig einmal schön vollpacken hier mit Sand. Wer weiß, wo wir das nächste Mal in eine große Wüste gehen. Weil bei uns direkt in der Nähe war ja keiner. Haben wir noch eine dabei? Oder mache ich mir eben schnell eine? Kostet ja nur ein Eisen. Ich könnte mir auch einfach Gold. Warte mal, ich mache mir welche aus Gold. Ah, da fällt mir, ich habe gar kein Holz. Ach. Die Mafia ist heute wieder besonders lustig. Aber setzt du da oben immer welche neu rauf? Ja. Nö. Bleib ich hier. Find ich nicht witzig. Nö. Ich find's lustig. Kannst du jetzt mal aufhören mit dem Scheiß da? du bist so ein Scheißkerl, ne? Dankeschön. Nee, boah, Alter. Ja, natürlich. Jetzt buddelt er sich unten raus, oder was? Ich glaube, es hackt hier. Ich glaube, es hackt. Hast du so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Buffy? Hatte ich mal gehabt, aber ich bin auskuriert. Ich mache das nur, um dich zu trollen. Ich will doch nur Sand abbauen gehen. Ich will nur Sand aufbauen gehen. Ich glaube, wir haben verschiedene Ansichten von der Verwendung von Sand. Ah, ich habe auch H2 Holz hier. Warte mal.
Mach mir dann auch mal eine Schaufel gerade, bitte. Nö.